Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator. Weiterhin hier mit meiner Wenigkeit Labur. So. Sehen wir jetzt erstmal zu, dass wir hier einmal schön ringsherum fahren. Vielleicht fahren wir auch noch das zweite Mal. Aber das ist halt einfach super. Das muss man halt ganz klar sagen. Besser geht's nicht. Casting ist halt schon einfach genial. Müssen wir gleich noch einen schönen Trecker holen mit einem Hänger. Und dann geht das schon. Vielleicht holen wir uns noch ein paar Hühner, ne? Weil die brauchen ja auch eigentlich nur Weizen. Müssen wir auch noch mal gucken. Aber das sehen wir dann. Ich feiere das Ding so dermaßen, ne? Das ist... So, jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir denn die Gummihänger? Ladewagen. Das ist immer ein Problem bei mir, ne? Dass ich nicht mehr weiß, wo ich die Scheiße hingestellt habe. Haben wir gar keinen? Doch, das ist doch einer. Das ist doch kein Ladewagen. Ich denke immer, das ist ein Ladewagen. Warum? Ja, weil er ja fast so aussieht. Das muss man ja ganz klar sagen. Nur, dass unten kein Dingens dran ist. Wie nennt man denn das? Wie nennt man das? Schnecke? Kann man das eine Schnecke nennen, die das aussammelt? Vielleicht. Ja. Erstmal hinknallen. Hier lang. Ich träume von dem falschen Weg. Da, 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 da. So, wir stellen den hier sage und schreibe einfach mal hier so hin. Mähdrescher drehen und wenden kann man ja immer. Blub. Ha. Mach dich leer. Mach dich nackig. Mach dich nackig. Ja, er macht sich nackig. Ja, nee, geht gar nicht viel rein, ne? Ja, fast voll. Eieiei. Nein. Hey, hey, falscher Knopf. Sorry. Nein. Bitte den. Hä? Okay, ich möchte nicht sein.
immer wieder Force Feedback an. So. Hauen wir jetzt da auch noch schön einen dran. Dann haben wir es nämlich gleich schon. Easy. Ich finde es auf jeden Fall gar nicht so falsch, wenn wir wie heißt es? Wenn wir erst das hier abernten, einfahren, dann das hier erst wieder fertig machen und dann das nächste. Aber wenn ich alle abgeerntet habe, dann ist Ostern. Ich denke, wenn ich das hier fertig habe, ich kann ja den Mähdrescher hier oben stehen lassen, aber ich sollte dann das hier erst wieder bestücken und fertig machen. Weil sonst komme ich ja nie hinterher. Und ich glaube, 30 Folgen am Stück nur ernten ist ja auch dumm, ne? Klar, eigentlich unterhalten wir uns ja, oder ich mache das hier ja hauptsächlich damit, dass wir uns ja auch unterhalten können und sowas. Ja, nur dass der Live-Chat in dem Sinne fehlt, aber sonst ist das ja wirklich der Ansatz dahinter. Aber trotzdem wäre es ja eigentlich ziemlich cool, wenn ich dann erstmal das hier jetzt hier abernte. Dann hole ich mir meinen Ladewagen, dann fahren wir den ganzen Kram ein. Stroh können wir dann eigentlich regulär verkaufen, weil wir wirklich viel im Lager haben. Gehen dann pflügen und säen etc. Und dann mache ich das nächste Feld, weil das wäre eigentlich der schlauste Weg. So haben wir ein bisschen Abwechslung, ne? Also so würde ich es jetzt auch machen, wenn ich jetzt wirklich alleine spielen würde. Weil ich es einfach angenehmer finde, als 50 Stunden nur im Mähdrescher sitzen, wo ich diesen Mähdrescher wirklich absolut göttlich feiere. Ich muss aber meine Pedale ein bisschen ranschieben. So. Also ich feiere den wirklich so dermaßen. Die ganzen Klassachen sind einfach ultimativ. Also das kann man nicht anders sagen. Warum bauen sich da die Texturen auf? Die Weitsicht, alles steht bis hinten hin. Das kann ich nicht ab, ne? Das ist in LS, ist das immer wieder. Ja, 2080 Team, ja, es bauen sich Texturen auf. Nervig, wirklich. Kann ich nicht ab, Leute, das... Vielleicht können das manche von euch nicht nachvollziehen, aber bei mir ist das wirklich so. Kann es nicht ab. Wo das echt viel ist, was da runterkommt, ne? Wie gesagt, geht erstmal alles ins Lager. Wir haben ja da, wo der Mähdrescher stand, haben wir ja ein riesen Lager. Das könnte dann ganz gut funktionieren. Ich muss mal ganz kurz raustappen, wenn für euch was ändert ist. Ganz kurz das weg, das muss weg. Okay, ist gleich fertig. Weil ich habe nämlich vergessen, für heute Videos hochzuladen. Eigentlich hatte ich gehofft, ich bin komplett fertig mit meinem Kram, aber habe ich gestern schon Need for Speed erklärt. Oder vorgestern. Ja, was soll ich machen? So ist es halt. Hab mich ein bisschen ver... guckt und nicht richtig nachgedacht. Naja. Nehmen wir heute noch ein bisschen LS auf, dass ihr da auch noch ein bisschen Abwechslung habt. Und ab den 6. fange ich dann ja auch wieder an, richtig aufzunehmen, so wie es sich gehört. Ich denke dann Mitte der Woche oder Mitte, Ende der Woche wird dann auch wieder alle Projekte gleichzeitig laufen. Und ja. Das mache ich dann schon. Das war jetzt ein normaler Speicherleck. Also das ist easy.
Aber ich glaube, so gehen wir wirklich vor, dass wir erstmal das hier machen, dann mache ich das wirklich komplett fertig, dann hat man immer nur das Abernten, dann wieder ein bisschen was Neues und für mich ist es dann auch nicht ganz so eintönig, ne? Ich glaube, diesmal könnten wir sogar zweimal fahren. Danach muss ich erstmal gucken, ob wirklich irgendwie die Weitsicht ich einen Regler vergessen habe, weil ich hatte ja meinen Rechner komplett neu gemacht über Weihnachten. Ne, vor Weihnachten, oder? Vor Weihnachten, richtig. LS, ich mag wirklich dieses Spiel, weil das Lenkradkonfiguration, alles wird gespeichert, aber nicht die Grafikeinstellung. Und das passiert bei mir ganz oft, dass sich die Scheiße wieder zurückstellt. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe schon mal im Forum geguckt, da. Es gibt ein paar, die haben das auch. Aber keiner kann sich erklären, warum das bei manchen so ist und bei manchen nicht. Ist ja auch nicht schlimm, mein Gott. Ist eh keine Schönheit, das Spiel. Also das muss man ja ganz klar sagen, aber das ist nicht so tragisch. Ja, davon geht ja nicht die Welt unter. Also zumindest meiner Meinung nach geht davon nicht die Welt unter. Jetzt könnten wir bald nur noch hoch und runter fahren, so wie es aussieht. Langsam wird es gerade. Na komm, das nimmst du mit. Ja, perfekt. Dann lassen wir das nämlich jetzt so stehen, wie es nämlich jetzt ist hier. Blub. Wollen wir nämlich jetzt hier hoch und runter fahren. Aber noch 40% frei, also daher wird ja noch einiges reingehen. Dass wir diesen Texturen da vorne das. Ja, werde ich dann gleich gucken. Ist jetzt sowieso schon letzte Folge. Montag mache ich dann richtig Gas. Aber noch ist eigentlich. Frau und Kinder, sich drum kümmern. So. Aber so geht das. Und dann müssen wir nur noch zusehen, dass wir das hier fertig kriegen. Ich darf nicht vergessen, dass ich fliegen muss. Und dann läuft das nämlich auch alles. Und wir kommen so langsam richtig gut voran mit Geld. Was ja in dem Sinne ja für uns ein großer Vorteil bringt, weil wir dann uns ja auch endlich wieder um Kühe und etc. kümmern können. Wovon ich ausgehe, dass ich jetzt immer abends um 7 Uhr dann die Kühe melke. Morgens um 7 und abends um 7. Vielleicht kriegen wir dann immer so einen großen Schub an Milch. Was ja ziemlich nice wäre. Und da müssen wir uns nur noch zusehen, dass wir. Ah, das. Ich fand das. Siehst du, da ist irgendwie voll der Monitor davor. Also das ist so. Dass wir das dann auch noch hinkriegen. Und dann wäre es ja eigentlich ziemlich nice. Dann haben wir mit Milch schon mal eine Produktion. Gülle ist dann ja auch jetzt in der Produktion. Also Produktion.
entsteht Gülle ja jetzt und daher ist das ja auch ziemlich nice. Also, finde ich zumindest. So, hauen wir das da jetzt auch noch rein. Zack. Hallo? So. Augenmaß voll daneben. Sage damit vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich nehme Montag wieder auf und für euch noch eine schöne Restwoche, schönes Wochenende. Ja, schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.